Obwohl das Level 3 ist. You have to wait to use this command again. Wie kann ich meine Pokémon wegwerfen? Gibt es noch eine Sperre? Ja, du kannst. Du musst einfach am PC. Also, genau. Es gibt doch einen PC. Ja, ja, es gibt einen PC da. Ja. Ich kann ihn dir gerne zeigen. Nee, ich bin schon auf dem Weg zurück zum Pokécenter und muss meine Pokémon mal heilen. Schade, das ist, das Ponita ist nicht ganz so gut, wie ich mir das jetzt gehofft hätte. Warte. Wieso kann ich dich, warte mal? Ah. Ja. Shit. Wir werden das später nochmal probieren, wenn ich ja. Ja, dann kommt davon. Ja, kommt davon, wenn man dich verklickt. Na ja gut, dann gehen wir erstmal noch einen Trainieren. Bitte? Hast du vielleicht irgendwelche Fragen? Nö, im Moment ist alles cool. Ich werde jetzt meinen Habitat trainieren. Damit das auf Level 5 kommt. Nee, das Level 3 Habitat war halt ein bisschen besser, ne? Es hat schon ordentlich mehr Attacke und dafür ein kleines bisschen nur weniger Defense, aber dafür deutlich mehr Attacke und Spezialattacke und Spezialverteidigung. Das ist schon ordentlich, sag ich mal. Ich merke gerade, ich habe nur ein weibliches Pokémon. Das ist nicht schlimm, das erfüllt vollkommen die Quote. Ich hab drei weibliche Pokémon. Da hat Lumanda viel zu tun. Das ist sogar noch unter meiner Quote. Ich habe auch noch einen. Ich habe sogar noch einen Habitat auf der Bank. Also diese Musik, die ich hier gerade anhabe, nebenbei, die ist ja richtig nervig irgendwie. Das sind ja alles so Kampf-Themes. Naja. Ich will nicht kämpfen. Eigentlich lohnt es sich nur, wenn du. Im Grunde lohnt es sich nur, wenn du diese Battles machst. Also das ist richtig exciting Music für. Ja, für Pokémon-Leveln halt, ne? Für Pokémon, für Situation, wo nichts passiert. Ja. Da geht mir gerade sogar so hart auf den Nerv. Nein, was man natürlich noch erwähnen kann, es gibt hier gewisse Wege, wie man das Spiel besser, also die erste Region besser abschließen kann. Jetzt habe ich die Musik von Pallet Town. Ja, schick ihn nochmal rüber. Nö, ich habe einfach in der gleichen Playlist ein paar Lieder nach unten. Achso, okay. Ja, also und zwar ist es in so Johto so, man fängt sich ein sehr gutes Carpador, macht daraus ein Garados und kann damit dann so gut wie alles besiegen. Ach so, naja, das ist. Ja. Hä? Ach so. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dasselbe geht auch mit Gengar, wenn man wirklich gut ist. Keine Battle-Musik. Aber da muss man wirklich auf IV und EV komplett drauf achten, dass die wirklich sehr gut sind. Ich will keine Battle-Musik. Ja, eben, ne? Voll blöd. So, könnte sich jetzt hier mal bitte dieses Pokémon verpissen, was sich nennt. Meridian Forest, das klingt doch gut. Das ist gerade der Name nicht. Ja, Smetbo, danke. Warte mal. Er steht nämlich voll im Weg. Und ja, vor allem, es kann durch mich durch, aber ich kann nicht durch das Pokémon durchlaufen. Ja, das stimmt. Gengar und Skarados sind so schon die einzigen Pokémon, die man braucht, um hier durchzukommen. Eigentlich nur. Mehr braucht man wirklich nicht. Ja, aber wie gesagt, da musst du schon auf die Werte achten. Das ist richtig. Ich hatte das Glück gehabt, mir hatte ein Spieler ein Gengar geschenkt. Schon Level 80 plus und hatte Top IV und IV-Werte. Da hast du also wieder gecheatet. Naja, ich hab's halt geschenkt bekommen, ne? Und den geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach krass, das sehe ich ja jetzt erst. Geil. Nee, warte mal. Geht das mal? Was ist jetzt passiert? Ah, nee, schade. Schade. Nee, ich hab in meiner Taskleiste gerade noch eine Angel, Superangel gehabt und mein Pet, also mein Fortbewegungsmittel aus dem zweiten Server. Ich dachte, den könnte ich benutzen hier. Weil wurde mich also angezeigt. Also wieder einen Versuch zu cheaten. Ja gut, das kann man ja gesehen. Fuck using Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus. Der Bloody ist da ganz schnell mit dem Schieben. Ich bin ein ganz schneller Finger, du. Ganz schneller. Das ist jetzt schlimm. Ganz schlimm. Ja, stimmt. Ich werde jetzt. Boah, dieses Rotfrotz, das machen wir richtig fertig. Ein wildes Minky ist natürlich. Ein wildes Barrow. Captain Vex Barrow. Klar, right? Ich will ein Quapsel. Oder Kapuzi. Ja, Quapsel wäre für dich. Aber. Du halt das Minky, was ist ein bisschen. Na, ich weiß. Aber die Frage ist, wo kommt ein Quapsel? Hier. Das macht keinen Unterschied. Das kann da vorne sein oder in dem Gras hier hinten. Ja. Tatsächlich bin ich aber auch noch keinem begegnet hier auf dem Server. Aber im blauen Server, ne? Auf dem blauen Server habe ich eins gefangen, was auch ziemlich gut war. Ich habe dann allerdings es riskiert und habe es getauscht gegen Rosana. Einfach nur mal zu gucken, was dabei rumkommt. Oh, ich habe einen Dodo, Level 6. Ah, was man auch erwähnen sollte. Jeder, der Evoli liebt und mag. Oh ja. Vor allem die Entwicklung nach Tara. Nach Tara ist ein geiles Pokémon, kein Ding, aber holt es euch nicht. Weil es gibt hier keine Zuchtattacken und es gibt, oder beziehungsweise ich habe bis jetzt noch keine einzige Attacke bekommen, die auf Unlicht oder so spezialisiert ist, die nach Tara erlernen kann. Die haben nach Tara hier ziemlich runtergehauen, von der Stärke her. Ich würde sagen, man kann es also zu einem gewissen Grad benutzen. Man kann es jetzt also, ich hab's benutzt als gehabt. Tank benutzen, kann man es auf jeden Fall. Also ich hatte das benutzt gehabt für die Arena, die Psycho-Arena hier, weil da konnten die mich natürlich nicht mehr treffen. Das war sehr hilfreich, weil Unlicht ist halt komplett immun gegen Psycho. So hatte ich dann natürlich gegen Pantimos und Psyana. Ein einfaches Spiel mit Biss. Ich wollte gar schon Knirscher sagen. Und Glückwunsch. Dankeschön. Ja, ja. Tara hat dann keine Step-Attacken, aber man kann halt auch. Ja, man kann es machen, wenn man möchte, aber es ist meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, außer man möchte es halt für gerade spezielle Psycho-Arena benutzen. Ja. Ansonsten wäre es halt die Möglichkeit mit wirklich perfekten Werten. Genau, die dann erste, ist es halt also stark genug, um wirklich was zu halten. Man muss aber auch dazu sagen, die Werte, die man so hat, reichen vollkommen aus für Top 4, für Arenen und so weiter. Wird halt schwer, je nachdem, wenn sie schlechter sind, aber es reicht aus. Wenn man aber PvP machen möchte oder gegen später Boss-Trainer, dann sollte man schon perfekte IV- und EV-Werte haben. Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen das Mittelding, weil. Oh, für das die kann nicht. Hier auch, dass man ein paar gute Pokémon wirklich braucht. Das ist schon richtig. Also, die müssen nicht die perfekten Werte haben, aber sie müssen schon gute Werte haben. Das ist richtig. Weil sonst werden die einfach nicht zerstört. Ach, come on. Das habe ich ja auf dem blauen Server. Das Problem. Ja. Das ging dann nicht mehr. Das ist schon. Was ist denn das für ein OP-Radfratz hier? Warum? Das macht sie alle fertig. So, mein Dodo macht sie aber kaputt, ey, weil es hat nämlich zwei Köpfe. Er hat ja richtig viel XP gegeben, ey. Ich wow. Hab Rauchwolke. Smokescreen. Was ist dann erst bloß los, wenn das Dodo auf drei Köpfe hat? Dodri. Da kommt nämlich ein Triplette an und du bist tot. Haha, Dodri und Triplette. Merkst du was? Zufall? Ich glaube nicht. Ah, ey, er rennt ein Youngster rum. Kann ich den besiegen? Was macht ein Youngster hier in der Stadt? Die wer? Das ist dann einfach nur ein NPC, mit dem man reden kann. Ja. Aber Youngster ist eigentlich ein Name für Trainer. Und wenn ich einen Trainer in die Augen sehe, dann muss er gegen mich kämpfen. Ja gut, schlussendlich sind sie alles Trainer, ne? Alle haben so irgendwie Pokémon. Nee, der hat wirklich irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Habe ich erstmal gesagt, nö, bitte halt die Klappe. Vor allen Dingen ist es auch hier so, bevor wir überhaupt weiterkommen, müssen wir erstmal in die Trainerschule gehen. Was? Das ist auch noch ein Kampf, ja. Achso. Ja, gegen eine Altbekannte. Hallo. Hallo. Da läuft er gerade da unten rum.
weiß zwar nicht, ob du mich meinst, aber ich bin gerade im Center drin. Ja, ja. So. Ich würde aber sagen, dass wir, wenn wir da auf jeden Fall mal weiter aufnehmen, inzwischen in Folgen mal leveln. Oder ja, ein bisschen. Überwiegend leveln, dann dürfen wir ein bisschen weiterkommen können, auch während des Aufnehmens. Oh nee, nicht schon wieder ein Dodo, ich renn weg. You failed to run away, Alter, was ist das für ein Spaß? Monkey. Oh, come on, Dodo. Ja, fick dich, Dodo, Alter. Ich hau dir den Kopf ab, ey. Box ist weg. Ja, ich hab ja gleich meinen Squirtle raus. Dann Explosion. Und dann water gar nicht den weg. Boah, der mit seiner Quick Attack, gib mir voll auf den Sack, ey. Übrigens, legendäre Pokémon gibt's auch nicht. Zumindest kannst du keine fangen, du kannst sie bekämpfen. Du kannst dir welche kaufen. Nein, kannst du nicht. Okay. Aber du kannst auch welche fangen. Ja, aber es gibt nur bisher drei. Das wären Mew, Celebi und Jirachi. Ja, ist so. Mew. Alles abgedeckt. Wer brauchst du? Mein armes kleines Habitat ist schon wieder tot. Aber ich hätte schon mal gerne Krodon gehabt. Aber nö. Ich muss ja übertreiben, Krodon. Den Krodon. Ja, Krodon ist geil. Vielleicht für dich nicht, aber für mich schon. Krodon wird zerstört von mir. Einmal Dürre, Mew ist erstmal durstig. Ach. Kommt der Mew mit Metronom an, erstmal schön Aquaknarre. Krodon Dode. Aquaknarre. Pumpe. Weißt du, so kleines Mew, so kleines putziges Mew, Hydropumpe. Der pustet sich ja noch selber weg. Nein, der ist ab Psychopuppen. Aber habt ihr euch eigentlich, ist ja auch noch ein Fehler aufgefallen, hier ist ja alles Schnee. Aber ja. An der einen Map, also nach der Route 1 sozusagen, ist der Kampfscreen überhaupt nicht mit Schnee bedeckt. Auf der Siegesstraße oder wo das ist, da allerdings schon. Das stimmt, ja. Was ist das denn? Boah, Alter, das ist doch... Mann, Habitat, was bist du für ein Vollidiot? Ich schmeiß das Habitat denn bald wieder weg. Ja, das Habitat scheint mehr der Angreifer zu sein, deswegen, der hält ja auch nicht hier aus. Ja, es teilt aber auch nichts aus, meinst du? Ein Punita Level 6. Kann dich austeilen, kann dich einstecken. Huch. Möchte jemand ein Punita Level 6 haben? Wenn es gute Werte hat, nehme ich. Ich guck mal. Ich habe gerade das Lied von, ich glaube, Heart Gold Soul Silver, beziehungsweise Gold Silver. Ich habe gerade die Zinnoberinseln. Schau mal, was habe ich denn? Ziehen Sie vorbei. Nee, ich Feuerrot. Das Lied vom Tod. Oh. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was das für eine Attacke ist. Gut. Schick dir mal die Werte. Schick sie mir mal, ja. Ich muss aber erstmal hier. Was ist ein Lea für eine Attacke? Ist das Silberblick? Silberblick, ja. Okay. So, Woody. Messages. Ich stehe auch gerade eine. Naja, also das Habitat, das lasse ich liegen. Ja, was hat denn das Habitat so für IV-Wert? Mein Habitat hat eine ATK von 13. Jetzt konnte ich dir. Das ist schlecht. Ja. Dann ist allerdings das bessere Habitat gewesen. Ah, das war schon das bessere. Ich hab sogar, glaube ich, eins, das ist auch so grausam schlecht. Punita. Ja, das ist. Nee. Nee. Das hat ja kein. Er hat zu wenig Spezialangriff. Also. Ja, ist Abstand. Ansonsten hätte ich gesagt, und das hat Spezialdef, also das Wesen, das passt auch nicht. Yep. Ich hab's auch gerade wieder auf die Box gelagert. Oh, ich geh mal gerade Pokebälle kaufen, ich glaube, ich kann nicht. Freilassen, ja. Freilassen, weg. Wieder weg hier. Ich hab nach Hause. Ich hab das Gefühl, mein Pokémon Evolution ist gerade abgekackt bei der Loading Map. Au. Ja, das Spiel hat man schon so seine Macken. Ja,
habe gerade Black Screen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Tschüss. Eine kurze Frage. Dadurch, dass ich OBS benutze, wenn ich jetzt das Spiel schließe, macht er dann jetzt eine Pause, beziehungsweise nimmt er weiter auf? Entweder hast du dann weiterhin das Standbild oder einen schwarzen Bildschirm in der Aufnahme. Okay, gut. Weil ich muss mal gerade schließen. Weil er macht nichts. Ich habe jetzt gerade einen Halbtag gefangen. Das ist zum Beispiel eins, was könnte man benutzen. Huch, das ist aber. Ja, du hast aber zeigen, wie das aussieht. Also nicht wundern, diese Bugs hat das Spiel ab und an. Oh ja, das sieht deutlich anders aus. Allerdings hatte meins deutlich mehr Spezialattacke und Spezialverteidigung. Ja, aber das ist, es gibt ja für jedes Pokémon so gewisse Werte, wo man drauf achtet. Genau, und bei Habitat, also Ibitak ist eher so Angriff und Speed. Okay. Wie bei Garados, da solltest du auch auf Angriff und Speed achten. Und es hat halt 21 im Angriff und 25 im Speed bei den UV-Werten. Mhm. Deswegen wäre es ein halbwegs vernünftiges. Eigentlich sogar ein ziemlich guter Start für die Competitive-Spieler. Weil hier wirst du wirklich drauf fixiert, auch auf die EVs, IVs Wert zu legen, auf die Angriffe, die die Pokémon machen können. Und ist eigentlich ein ziemlich guter Start, um sich mit dem Competitive-Spiel aus den aktuellen Pokémon-Spielen Omega Rubin, Alpha Saphir, Sun und Moon auseinanderzusetzen. Und später Ultra Sun und Ultra Moon. Ist so. Ja. Das Gute hier ist ja auch im Vergleich zu den normalen Spielen, dass ihr die Werte gleich seht. Ja. Also IV-Werte und so, das muss man ja normalerweise ausrechnen. Und das ist richtig, das ist ja auch eine Heidenarbeit. Und du musst auch erstmal erfahren bei einem bestimmten NPC, ob du überhaupt gute Werte hast. Ja. Und vor allen Dingen, worauf du spezialisiert bist, das kommt auch mit dazu. Weil man kann jetzt ja, man braucht zum Beispiel so ungefähr Level 50 bei den Spielen, um wirklich einen sicheren Wert zu kriegen. Naja, das ist richtig. Dann sollte man also, ich glaube in Pokémon Sonne und Mond geht es sogar relativ einfach, weil man... Ja, wow, okay, mein Taubsi ist gerade von Level 5 auf Level 7. Ja, das kann passieren, kann gut. Vor allen Dingen später bekommst du wirklich einen Erfahrungspunkt, wo du denkst, alter Schwede. Ja. Erfahrungspunkt schon... ist gut, ja. Ja. Und es wird jedem empfohlen, die Pokémon in der niedrigsten Stufe quasi zu behalten. Also wenn jetzt mit Shigi als Beispiel musst, solltest du mit Shigi weiter trainieren, leveln, weil okay. Das schneller geht, als wenn du Turtok levelst. Deswegen ist beim Bisasamen auch Level 21. Ja, aber dann verpasst du ja unter Umständen Attacken. Nee, du kannst im Pokédex nachgucken. Wenn du auf die Pokémon klickst, kannst du auch ihre komplette Attackenleiste sehen, was sie erlernen und was nicht. Sogar ab welchem Level. Und okay. Die meisten Pokémon erlernen eigentlich so gut wie dasselbe. Ja. Nur erst ab einem bestimmten Level halt. Also Karpador muss man zum Beispiel entwickeln. Ja. Weil der es lohnt sich nicht, den wirklich zu trainieren. Vor allen Dingen, du siehst wirklich den Unterschied. Ohne Spaß, du siehst den Unterschied. Karpador, Kratzer oder Tackle. Ja? Vielleicht mal ein Fünftel oder so, wenn überhaupt von den HP abgezogen. Ist nicht viel, auch mit Level 20, 30 nicht. Aber ein Garados, fast die Hälfte weg. Da denkst du nur, was? Ich spiele im Moment dieses Clicker-Game von Pokémon, dieses Magikarp Jump. Smartphone. Das ist ziemlich lustig. Auch da irgendwie, es ist merkwürdig, eigentlich machst du in die ganze Zeit nix, aber irgendwie macht es Spaß. Ja, kann ich mir vorstellen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht so wirklich. Leute, ich will doch einfach nur ein Quapsche. Ist es denn so schwer zu verstehen? Ich weiß, ich finde hier auch noch gar nichts. Also in der Richtung Quapsche. Punita, ja, gut. Ich hätte, wow. Ich habe 0 Pokédollar bekommen, das ist ja ganz schön frech. Ja, das ist manchmal. Ich
ich bin auch noch relativ arm. Ich habe erst 9000 Poké-Dollar. 9373. Weil ich gerade Pokébälle kaufen musste. Ein wildes Mankey. Ich glaube, ich fange den Mankey. Ja, das könnte schon sehr gut sein. Wenn es jetzt nicht stört, natürlich. Weil ich brauche definitiv. Sehr fetter Angreifer. Wobei, ich glaube, du kriegst doch hier mit Lumanda sogar Drachenboot ziemlich früh. Das kann sein. Deswegen kann man das, glaube ich, auch gut benutzen für den ersten On, weil so gut, Dodo, dauert. Ist halt bloß das Problem des der Schwäche. Eigentlich habe ich gar keine Schwäche. Der Boden. Und soweit ich weiß, hat der Bodenattacken. Ei, ich muss Mankey definitiv auf Spezialangriff machen, weil der Angriffswert ist zwar nice, aber ist leider durch die Natur reduziert. Kann man das denn machen auf Spezialangriff bei Mankey? Das ist die andere Seite der Geschichte. Ich meine, es gibt einen Kampfangriff, der ist kraftvoller, von dem ich weiß, der spezial ist im Kampf. Ja, das ist einfach nur, das ist wirklich ziemlich unlucky mit deinem. Geile IV-Werte, aber dann kommt so ein Typ, wo du denkst. Scheiße. Ja, geil, ich meine, der Speed ist ein bisschen low, weil es ist eigentlich ein Speed-Attacker. Ja, das ist schon richtig. Aber die HP sind schon ganz nett und Angriff ist sehr gut. Ich meine, selbst wenn der eben... Ja, Alter, lass mich in Ruhe, du hast dich ja NPC-Spast. Meine Fresse, ey. Wo bist denn du hin? Ach, hast du schon gegen ihn gekämpft? Gegen wen? Oder wo bist du jetzt hier? Nö. Ich bin jetzt hinter dir gerade. Bist du mir vorbeigelaufen? Ja, aber dieser hässliche Typ mit dem Fahrrad, der hat gesagt, ey, geh beiseite. Und dann wollte ich beiseite gehen, konnte aber nicht, weil ich auf Enter gedrückt habe und in den Chat reingehe, dass ich in dem Chat drin war. Dann habe ich wieder auf Enter gedrückt und dann hat er gesagt, ey, geh bitte beiseite. Check the school. Ah, okay. Jetzt habe ich gerade ein sehr interessantes Bonita gefangen. Ich muss gerade gucken, wo das Ding ist, wo wir hin müssen. Hier ist die Arena. Ja, warte mal. Nein. Das sieht aus wie. Ich glaube, ich bin das wirklich schon falsch. Hello, welcome to the Viridian School. Ich hab sie gefunden. Ja, die ist doch da ganz. Hier unten. Noch zu sehen. Die sieht doch schon aus wie eine Schule. Neben dem Pokémon. Sieht schon aus wie eine Schule, genau. Allerdings hat die eine Treppe nach unten und nicht nach oben. Obwohl es eine zweite Etage gibt. Ja. Denk mal drüber nach. Der Gundlach. Hallo. Hallo, Pippe. Hello there. I guess you are here to learn more about Pokémon. Leider ist der Trainer kacke. Deswegen muss ich gegen dich kämpfen. Wow, ich bin rausgeflogen. Ich bin auch gerade rausgeflogen. Connecting to Server. Kann ich rein? Scheinbar hat sich das Spiel. Auch meine Lieblingsmusik gerade. Hot Gold Soul Silver, Route 29. Ja, also ich habe gerade gedacht, es hängt sich gerade auf beim Login. Also keine Rückmeldung genauso. Ja. Schön. Toll, jetzt ist sie wieder da, aber kann ich connecten. Cannot connect the server. Okay, liebe Leute, das soll es wohl an dieser Stelle gewesen sein. Ja, das denke ich mir auch. Das reicht auch erstmal. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen was an Aufnahme. Ja, wir werden dann einfach offscreen noch ein bisschen leveln und dann gehen wir dann in die Schule rein und zeigen dem Trainer, wo der Frosch die Locken hat. Genau, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Pokémon fangen, die wir dann brauchen können. Und, ja. Da werdet ihr dann in der nächsten Aufnahmesession sehen. So schaut das aus. Bis dahin würde ich sagen. Ja, ich habe mich bloß gerade gewundert, warum das blaue Carpador-Entwicklungsding, Garados sozusagen, oben rechts leuchtet. In der Ecke, warum das so rot leuchtet. Ja, das habe ich auch noch nie ganz verstanden. Keine Ahnung. Die Version heißt einfach auch wütendes Garados. Steht links oben. Ja. Raging. Ach so, deswegen. Garados. Ah, deswegen. Das könnte gut. Dann so der Zusammenhang okay, sein. Okay. Genau. Und das nächste ist The Baked Carpador. Nee, ganz so weit.
Gut, also, schaltet wieder ein, schreibt in die Kommentare, wie ihr fandet und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Schreibt sofort in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Ist das? Ach ja, stimmt. Like geiern. Haut rein. Ciao. Tschüss.